In der neuen Staffel von Die Wollnys, eine schrecklich große Familie, dreht sich alles um das Thema Baby. Sarafina und Lavinia sind wieder schwanger. Jetzt steht die erste Geburt vor der Tür. In der neuen Folge begrüßt die Großfamilie ein neues Mitglied. Lavinia hat sich eigentlich eine natürliche Entbindung gewünscht, doch wegen ihrer Risikoschwangerschaft ist das leider nicht möglich. Das Baby soll am 19. April 2023 per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Der Tag rückt immer näher und die Nervosität steigt bei Lavinia und Tim. Ich bin definitiv aufgeregt. Bei Motte dachte ich noch, ja, sie wird halt geholt. Doch jetzt weiß ich ja, wie es ist. Auch danach mit den Schmerzen. So eine OP hat ja auch immer seine Risiken, aber ich denke positiv, sagt sie kurz vor dem Termin. Als Unterstützung sind Mama Silvia und ihre Geschwister extra aus ihrer Zweitheimat Türkei gekommen. Am Tag des Kaiserschnitts begleitet die Familie Lavinia mit ins Krankenhaus. Mama Silvia darf sogar im OP dabei sein. Kurz nachdem der kleine Linus Tim auf der Welt ist, gibt sie ein erstes Update: Die Geburt ist super verlaufen. Lavinia muss sich zwar einige Male übergeben, aber das sei nach so einem Eingriff völlig normal und unbedenklich. Wenige Minuten später darf auch Tim seinen Sohn endlich sehen. Ich bin mega glücklich, freut sich der frisch gebackene Zweifachpapa. Der Kleine ist ein ganz schöner Wonneproppen. Er wiegt stolze 4100 Gramm. Ich bin glücklich, dass der Kleine endlich da ist. Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, schwärmt Lavinia, nachdem sie zurück ins Zimmer geschoben wird.